Wow, direkt eine Truhe am Anfang. Das ist gut. Und der Truhenschlüssel. Torschlüssel. Ha! Sehr gut. Mal erledigt. Und ganz gepflegt die nächste Ebene suchen. Oh ja, mich verschlägst irgendwie erstmal. Mach die doch weg. Keine Ameisen da. Ein amorphen Stachel können wir nicht mehr tragen. Das ist natürlich sehr schade. Mag die Stachel. Die nehme ich immer so gerne mit. Mit Soße. Aber schon wieder. Ist schon wieder zu viel. SAO, mir ganz kirre danach. Auch wieder Therapie. Ah, zwei Sterne. Bläh. Ist immer so schlecht. Alles schlecht. Überragende AP-Tränke. Naja, immerhin. Da hinten ist auch schon das Tor. Und dann haben wir das Dungeon auch schon durch. Ich hab nur noch 3 und 4. Da bin ich mal ganz alleine drauf gekommen, ja. Ja. Oder manchmal, ne? Bin ich ja auch clever. Ah, schön. Oh nein, ein Drache. Nö. Ende der Katastrophe. Das ist ja mein Name. Holy shit, Junge. Auch eine Katastrophe. Los, rappt der nicht, alles damit machen. Einmal am Boden hat so ein Drachen, dann geht's. Machen wir zuerst ab. Blau oder rot, blau oder rot, blau oder rot, blau. Drei Sterne. Ein Einhandschwert, die Angstklinge. 319 Angriff. Die ist auf jeden Fall besser als meine. Cool. Schmieden gehen. Ein Kristall der Übermacht. Zwei im Sack, bleiben noch zwei. Ab zum dritten Korridor. Ich nehme die drei. Wenn ich es schaffe, dahin, wo ich hin so will. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Ach, ich spiele einfach zu viel in letzter Zeit. Corridor 3. Ja. Ah, dann schießen wir mit dem Schiff bald und dann rums das hier im Karton hier. Haben wir es diesmal dahingestellt? In MMN? Wir müssen es ausschalten. Ja, dann einfach Knopf drücken und vorbei. Au. Okay, der hält was aus. Respekt. Okay, jetzt ist er schwach. Jetzt oder nie. Was war das? So, er powert sich aus, powert jede Dame und wir müssen den Kram da umhauen. Hört ihr auf zu heilen? Hallo, ich will gerne eingreifen.
Wie rückt zu? Was zur Zeit, dem Ding den Marsch zu blasen. Blasen wir mal den Marsch. Ja, 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 sag mal. Geronimo. Ist es schwach angreifen? Bam! AE, bam! AE! Erledigt. Eine verbeulte Metallplatte. Jetzt. Sesam, öffne dich. Hey, nächster Korridor. Iso. Wakatta. Eh. Sechs Ebenen. Oh, wow. Jawohl. Oh nein. Alle guten Dinge sind sechs. Ja? Ich bin noch gerade hier angekommen. Ja, gut. Das sind alles Karten, auf denen wir schon mal waren. 95. Zugleich Stufe 1 Gegner allein. Müssen wir die ganzen neuen Levelgebiete abgeben, vielleicht gibt es da noch ein paar Legis abzugreifen. Also wenn die so sehr unterlevelt sind, ne, dann bringt das nichts. Das ist wie mit Gegnern, die über einem sind. Nur für die kriegt man. Das habe ich nicht aufgepasst. Weggedrückt. Was mit der Kapitulation? Kann ich mir nicht über die Sternezahl lustig machen. Schon wieder nur zwei. Geht einfach mal von aus. Hey, wir haben diesmal den Torschlüssel erst als zweites. Komm runter, wenn du mit mir kloppen willst. Komm. Ich muss jetzt wieder raufkommen. Hier suchen wir den Ausgang auf die nächste Ebene. Einfach mal um die Ecke schmulen. Ja, ich hab schmulen gesagt, nicht was ihr wieder verstanden habt. Oh. Auch gleich Schmetterlinge in meinem Bauch, ich ess dich. Anfokussen, ah, trifft besser. Pflanzenast, der ist ganz wichtig. Tatsächlich braucht man Pflanzenäste, wenn man bei Schilden schmiedet. Ja, ganz ehrlich. Die sind tatsächlich nützlich.
Ah, da ist schon die nächste Ebene. Baum runter, du, guck mal einer, Schmetterling. Auf Ebene 2. Da bleiben nur noch ein paar. Oh, warte, da ist was zum Einsammeln. Pflanzenast. Oh, ein Reptilienzahn. Also am Baum hätte ich gedacht, da wäre ein Pflanzenast. Zack, 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 zack. Oh, guck mal, da geradeaus direkt. Einer von den beiden ist doch mit Sicherheit der Torschütze. Tata! Den haben wir schon mal. Was haben wir hier Leckeres? Ach, Phantomstern und dann wieder nur ein Stern. Ach Mann, ey. Wir fehlen ganz klar Range-Idees. Ach, das ist schon der Weg. Range-Idees. Ja, im Februar kommt ja das nächste. Also bin natürlich live dabei, sofort. Dann genießt natürlich. Frage mich, ob mittlerweile in Acer World was Neues gibt. Könnte man das ja nochmal machen. Ist ja jetzt das letzte DLC, ne? Danach ist nichts mehr. Aber Zeit, ne? Läuft ja schon seit... Keine Ahnung, wie lange er läuft. Es gab Pausen dazwischen. Ja, Umzug. Zwangslevelpausen. Irgendwann habe ich ja auch nicht so viel Zeit. Wir machen uns ja alle nur mal hobbymäßig. Für SO nehme ich mir immer die Zeit. Deswegen leiden gerade die anderen Projekte, aber die sind nicht so schlimm. Ah, hier noch einmal. Blop, blop, blop. Wir haben noch keine Truhe gefunden. Verdammte Axt. Ich wollte gerade Karte aufmachen. Ah, da ist eine. Es gibt ja keine. Oh, keine Karte. Ob das hier? Der Zong. Oh, das. Der Ausgang. Ein beeindruckendes Auge. Der Korridor Torschlüssel. Könnten jetzt gehen, aber ich habe da hinten noch irgendwo eine Truhe im Augenwinkel gesehen, so auf der Minikarte. Jawohl, da ist er.
Ah, epischer Heiltrank, ja. Habe ich auch nichts gegen. Besser als immer mein Ein-Sterne-Glück. Ein, zwei Sterne. Und ein 5-Sterne-Item haben wir auch gekriegt. Also so schlecht ist es ja nun auch nicht, ne? Ein Goldstück. Boah, ist das nicht goldig. Jetzt sind wir jetzt 4. Ebene. Im 3. Korridor. Überragender AP-Trank kann ich nicht mehr tragen. Bin ich zu schwach für. Was war jetzt eigentlich in der Truhe? Nicht der Torschlüssel. Ah ja, der AP-Tränke. Du, ja, vergiss mal, mein Gott, nee. Ja, gerade noch mal. Der Torschlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch den Ausgang. Alles, was fliegt, geht mir doch so schon ein wenig auf den Keks. Ganz ehrlich. Den Butterkeks. Apropos Butterkeks. Schön, an der Weihnachtszeit ist ja wieder. Es gibt Butterspekulatius. Den normalen mag ich nicht, der ist eklig. Und man kann wieder Weihnachtslieder trällern, ohne dass sich einer blöd anguckt. Wenn du im Sommer machst, gucken die alle immer alle bescheuert. Wer hat der denn da? Ich mag immer noch die Klassiker. Die neuen sind alle. Die neuen Weihnachtslieder sind alle nicht so meins. 5. Ebene. Meine Anzüge auf die Rippe voll hier. Au. Frag mich nicht. Auch lieber die Mädels. Nein, macht man nicht. Totenschenkelfragment. Naja gut, den brauchen wir ja nicht mehr. Ah, oh, AP-Trank. Vorne ist die nächste Truhe. Mal an den Fliegebiestern mal so vorbei. Oh, hier sind 3 Truhen. Weil es sind immer 3 Truhen, nur ich bin da zu blöd zu finden. Der Torschlüssel. Steht uns nur noch das Tor. Oh, 3 Sterne. Wow, die haben alle LP, ne? Also. Hart. Ich will meine AP mal ein bisschen steigern. Meine HP, meine Lebenspunkte. Vor allem die Waffe muss ich schmieden. In der nächsten Aufnahmepause, das heißt Pause, ja. Pause. Ich mache zwischendurch mal ein paar Minuten Pause. Da vielleicht mal schnell in die Stadt aschern und mal Gear verbessern. Da ist er doch. Schon die letzte Ebene? Super, jetzt 4, 5. Ah, schon die letzte. Halleluja. Kann nicht
Das war's. Lass mal schauen, was haben wir hier? Oh, hier kriegt man immer einen Anhänger, ne? Hier ist eine Waffe drin. Hoffe ich noch ein Schwert. Ah, ein Rapier. Ja, fehlt nur noch der vierte Korridor. Das ist doch Hammer. So, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt genau das. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ein paar Minuten. Gehe in die Stadt. Baue mein Gear ein bisschen um und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei SAO. Macht's gut!